So, jetzt hat halt der Gerald Graf eine Ankündigung zu machen. Bitte, lieber Gerald. Hallo, hallo. Wie soll ich jetzt Matthias noch toppen? Das wird schwer. Danke, Matthias, nochmal. Echt geil. Kurz, wer bin ich? Meinen Namen wisst ihr schon. Ich bin 29 Jahre alt. Familienvater. Bin seit der vierten Mahnwache hier in Wien dabei. Informiere mich schon länger über alternative Medien, wie auch immer, YouTube, Social Media. Nennt es, wie ihr es wollt. Seit der 6. und 7. Mahnwache bin ich auch im Orga-Team dabei. Aber im Großen und Ganzen bin ich wohl einer von euch oder einer von uns. Ich gehe arbeiten, ich habe eine Familie. Ich mache mir einen Gedanken über das, was auf dem Planeten passiert. Deshalb möchte ich heute einen kleinen Redebeitrag über die Ukraine-Krise machen und auch etwas ankündigen. Man kann über vieles streiten, was die Ukraine-Krise angeht. Wer bezahlt wen? Wer hat die größere Propagandamaschinerie am Laufen? Wer zieht wirklich die Strippen in diesem Chaos? Und welche Interessen werden wirklich verfolgt? Wir sind sehr viele. Also gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen. Ich versuche mir meine eigene Meinung zu bilden über die verschiedensten Medien. Aber immer wieder stoße ich auf meine eigenen Grenzen, auf meine persönlichen Grenzen. Ich kann kein Ukrainisch, ich kann auch kein Russisch. Englisch ganz gut, aber das wird mir nicht reichen. Ich kann keine Info wirklich zu 100% nachvollziehen oder nachrecherchieren. Und deshalb möchte ich auch keine Partei beziehen für irgendeine von den Konfliktparteien. Sondern ich möchte Partei beziehen für die Mitmenschen in der Ukraine, die unter diesem Krieg leiden. Was weiß ich wirklich? Ich weiß für mich persönlich zu 100%, dass ich nicht möchte, dass ukrainische Mitmenschen durch Gewehrkugeln sterben. Ich möchte auch nicht, dass sie durch Raketeneinschläge, Phosphor, Faustschläge, Messerstiche oder irgendwelche anderen Gewaltdelikte sterben. Ich weiß, dass ich nicht möchte, dass Mitmenschen, Brüder und Schwestern, ihre Existenz und Zukunft beraubt werden und Unmenschliches über sich ergehen lassen müssen. Ich weiß, dass ich nicht möchte, dass Kinder einen Krieg erleben müssen. Ich weiß, dass ich nicht möchte, dass sie flüchten müssen, dass sie zu Waisen werden oder vielleicht sogar sterben müssen. Und alles für einen Krieg, den von uns bestimmt keiner will. Und in der Ukraine wollen ihn die wenigsten. Genau aus diesem Grund ziehen wir, die Wiener Mahnwache, am Mittwoch, den 16.07. um 17.30 Uhr vor die ukrainische Botschaft. Und nicht nur wir, sondern auch die Berliner Mahnwache ist mit dabei. Wir ziehen natürlich vor die ukrainische Botschaft in Berlin, ist klar, oder? Und ich möchte dort, oder wir möchten dort, im Zuge einer friedlichen Demonstration auf die unzähligen Opfer in der Zivilbevölkerung aufmerksam machen. Und derer auch gedenken. Wir möchten die ukrainische Regierung auffordern, die Kampfhandlungen einzustellen, das Blutvergießen zu stoppen und in Friedensverhandlungen überzugehen. Und ich bitte euch um eure Hilfe. Ja. Danke, danke. Ich komme schon noch dazu. Ruhig Blut. Also, was brauche ich von euch? Natürlich wäre es toll, wenn ihr hinkommt. Und wenn ihr nicht hinkommt, dann promotet das Teil doch bitte wenigstens. Teilt es auf Facebook. Schreibt E-Mails. Nutzt euren E-Mail-Verteiler. Es wird nicht viel bringen, wenn wir da zu 10 stehen. Lasst uns für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße gehen. Und zwar nicht nur montags, sondern ab jetzt vielleicht auch mittwochs. Nicht nur diesen Mittwoch, sondern vielleicht auch die nächsten Mittwoche. Natürlich brauchen wir noch Unterstützung.
Also ich bin dort hinten, würde mich freuen, wenn ihr uns helfen könntet und vielleicht auch eure Ideen beisteuert. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch. Ich danke euch. Ukrainische Botschaft ist natürlich im 18. Bezirk, Navgasse 23, Beginn ist 17.30 Uhr. Und wir haben hier, wir haben hier noch Flugblätter zu verteilen. 600 Stück, ich bitte euch, die mitzunehmen. Und ja, ich möchte jetzt nicht auffordern, irgendwas Illegales zu tun, aber man kann sie ja irgendwo vergessen oder liegen lassen oder auch einfach dem Nächsten in die Hand drücken, den ich auf der Straße sehe. Also 600 Stück, ich werde die nicht alle alleine verteilen können. Bitte, bitte, bitte. Danke. Danke, Gerald. We'll be right back.